Die mediale Panikmache geht in die nächste Runde. Welt.de tritt spektakulär mit folgender Überschrift auf. Zitat: Zahl möglicher Terrorverdächtiger wächst stark. Kontrollverlust droht. Zitat Ende. Es wird also ein Szenario gezeichnet, das darin besteht, dass die Anzahl potenzieller Attentäter immens gestiegen sei, weshalb die Sicherheitsbehörden maßlos überfordert seien und dadurch ein vollständiger Kontrollverlust drohe. Die Stimmung, die mit dieser Berichterstattung an die Bevölkerung vermittelt wird, ist offensichtlich. Jeder x-beliebige Muslim könnte jede Sekunde den nächsten Anschlag verüben. Die Folge? Das Misstrauen und damit die Spaltung in der Gesellschaft wird stark angefeuert, da die Muslime allgemein als Bedrohung dargestellt werden, der man mit Angst und Vorsicht begegnen müsse. Doch was hat sich eigentlich geändert, beziehungsweise worauf basiert diese Einschätzung der gestiegenen Anzahl von Terrorverdächtigen? Der Artikel gibt folgende Begründung wieder. Zitat: Bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen gehen immer mehr Hinweise auf mögliche Terrorverdächtige ein. Dabei kann es sich zum Beispiel um Informationen von Nachbarn handeln. Oder an einer anderen Stelle heißt es wie folgt: Bei den Vorgängen handelt es sich etwa um Hinweise von Nachbarn, die im Umfeld eine Radikalisierung wahrgenommen haben wollen. Das angeblich gestiegene Gefahrenpotenzial basiert also auf der bloßen Einschätzung von den Nachbarn muslimischer Familien. Subhanallah. Nachdem man die Bevölkerung jahrelang einer einseitigen und hetzerischen Berichterstattung ausgesetzt hat, braucht man sich über den Anstieg ungerechtfertigter Verdächtigungen wirklich nicht mehr zu wundern. Die gestiegene Zahl an eingehenden Anrufen bei den Behörden mit Verdächtigungen sind nicht etwa, wie es der Artikel versucht zu verkaufen, ein Indikator für die gestiegene Terrorgefahr. Nein. Sie sind in Wirklichkeit ein Beleg für das gestiegene Misstrauen und den wachsenden Generalverdacht innerhalb der Bevölkerung gegenüber uns Muslimen. Wenn der Bart, der Hijab, das Gebet und andere Merkmale einer natürlichen islamischen Lebensweise über Jahre kriminalisiert und dämonisiert werden, so erzeugt man dadurch eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Schließlich ermutigt genau diese Art der Berichterstattung die Mehrheitsgesellschaft erst dazu, die Muslime als suspekte Personen kritisch zu beäugen und aus jedem noch so unsinnigen Anlass zum Hörer zu greifen, um Meldung zu machen. Dies erinnert erschreckend an die Methoden des Stasi-Regimes der DDR, welches genau mit solchen Maßnahmen eine Bevölkerung von selbsternannten Staatsschützern schuf, die sich gegenseitig auf ihre Linientreue hin kontrollierten und beim kleinsten Zweifel denunzierten. Soll das allen Ernstes die gesellschaftliche Atmosphäre des modernen Deutschlands sein? Werte Mitbürger, es wird Zeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Anstatt sich durch Politik und Medien weiter der Hysterie hinzugeben und in kopflosen Aktionismus zu verfallen, sollten die Zweifel und die Vorurteile an den Muslimen, sofern vorhanden, erst einmal durch persönliche Kontaktaufnahme überprüft werden. In fast allen Fällen löst sich das medial gezeichnete Horrorszenario der islamischen Bedrohung in Luft auf, sobald der persönliche Kontakt vorhanden ist. Wir als Nachbarn, Arbeitskollegen, Mitschüler und so weiter müssen mehr miteinander reden, anstatt übereinander. Denn ein vernünftiges gesellschaftliches Klima ist ein gemeinsames Interesse von uns allen.